Für unsere erste Kollaboration war uns wichtig, dass wir eine Inspiration finden in unserer Region. Das heißt, wir wollten einen lokalen Ursprung herstellen. Und da fiel dann die Wahl auf das Rhönschaf. Das heißt, das Rhönschaf ist bekannt für unsere Region und hat einen unbewollten schwarzen Kopf. Und alles lief relativ normal ab, bis wir festgestellt haben, 2015 ist das Jahr des Schafes und dann ist alles in so eine bisschen skurrile Richtung abgedriftet. Zu dem Zeitpunkt haben wir dann auch gemerkt, dass aber nur das Rhönschaf uns viel zu langweilig ist, haben uns dann mit der Geschichte hier aus der Region befasst und gefunden, dass es das dämonische Schaf, das Ovis Demonicus gibt und die Saga und die Legende drum. Und dann ab dem Zeitpunkt war uns klar, okay, das ist unsere Story für unseren eigenen ersten Turnschuh. Als wir dann von Kangaroos die Möglichkeit bekommen haben, das Ganze als Made in Germany Produktion umzusetzen, konnten wir der Geschichte noch als i-Tüpfel draufgeben, eine Story aus Deutschland in Deutschland produziert. Welchen Designer mit Turnschuh-Tick gibt es irgendwie was Größeres, als das komplette Design an einem Schuh und einem Schuh drumherum zu gestalten? Angefangen von einem kleinen Schafskopf, abstrahiert hinten auf der Ferse, der sich über, als geometrisches Pattern über alle Medien drüber wegzieht, irgendwie aufs Packaging, im Video, ja, einfach überall, nachher ein wirklich komplettes, straightes Designkonzept zu entwickeln. Also ich muss sagen, bin ziemlich zufrieden. Mir wurde die große Ehre zuteil, ich durfte bei der offiziellen Vergabestelle für Tiermarken anrufen und unser Ovis hat jetzt eine offizielle Schafsohrmarke mit Regionalcode. In den 1,5 Jahren der Entwicklung vom Ovis haben wir einige Zeit auf den Autobahnen zwischen Fulda und Pirmasens verbracht. Jetzt sind wir dafür mega stolz auf den Ovis und freuen uns, das Ding am 28.11. richtig geil an den Start zu bringen.